Und go! Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Astroneer. Wir stehen kreuz und quer, aber das passt ja zu uns. Die Danu ist wieder dabei. Hi! Hi! Der Coach. Hallo! Yay! Warte mal, ich kann dir auch so. Kann dir bestimmt ein ins Gesicht hauen. Moment mal. So. Bom! Prügelei. Das müssen noch implementieren. Der hat angefangen. Der hat angefangen? Der da. Könnten wir weitermachen. Okay. Ich baue einen Kran. Und hup. Und da. Und den Bohrkopf holt Danu, wunderbar. So, ja. Schauen wir mal, was wir da. Läppt wieder super, ne? Ja, doch. Ah, jetzt. Ja. Ah. Ja, sieht ja toll aus. Sieht super aus, ja. Du bist so wie eine Dampflok. So. Könntest du nicht jetzt da bohren, bitte? Oh, das ist der. Das ist gerade die Imitation vom Staubsauger-Simulator. Hm. Da kannst du das aus. Was machst du? Da fährt er hin. Boah, die ganze. Mach's nochmal auf der Seite, das muss schön sehen. Ja, es ist nur dunkel an der Seite, weil mein Licht nicht an ist. Mhm. Mein Licht ist an. Wir gehen mein nach Licht Haus. Ist aus. Ich gehe ja, nach mal. Haus. Rappamirrabum. Hilfe. Hilfe, Danu, was tust du? Zum Licht fahren. Fährst du vielleicht wieder zu den Ressourcen? Wäre voll toll. Hast du schon Titan gefunden? Nein, ich habe einen Fahrer, der nicht in der Lage fahren ist, kann. Das Moped zu steuern. Warte, ich tausche den Fahrer mal eben aus. Danke. gut. Warte. Ich habe gerade Probleme, sie anzuknüppeln hier. Das ist so. Jawoll! Ja, hast da nur mal eben weggekegelt. Was hab ich? Alter, jetzt sind wieder da. Eben, also aus meiner Sicht war sie weg. Du hast mich wunderbar weggeschubst. Ja. Hier, so wieder. Zack! Ja? Wo bist denn du jetzt? Weiß ich nicht. Irgendwo unten. Unten? Ich steig da nicht mehr aus, ich bleib da drinnen. Habt's mich gern so. Da kann man wenigstens nichts passieren. Ich hab noch so ein paar Rechnungen mit Danu offen, weißt du? Ja, du, solange ich in dieser Kapsel sitze, ist mir das ehrlich gesagt vollkommen egal. Ach so, okay. Weißt du noch, wo sie war? Nein. Aber ich habe eine Anzeige hier. Achso, da ist noch was? Ja, da kannst du, also da wo ich... Ach, da ist sie ja! Hallo! Kann die ja nicht nehmen. Ich würde die auch gerne so nicht nehmen. Ich würde die ja gerne jetzt aufnehmen, aber kann ich nicht. Und steig aus da! Nö. Na du, da buddeln wir es halt noch tiefer. So, jetzt kann ich es auch nicht mehr aufnehmen. Jetzt habe ich nicht mal mehr das Symbol. Ich kann mir das nicht mit angucken. Ich kann mir das nicht mit angucken. Aber hier. Ja. Ach ja. Warum hatten mein Auto eigentlich keinen Fahrer mehr? Hast du mir schon wieder den Sitz geklaut? Was? Nein, sonst würde ich nie tun. Das ist ja nicht zu fassen. Ich bin keine Ahnung wo. Schick uns eine Postkarte vom anderen Ende der Welt. Nee, du, ich backe gerade irgendwie im Nirgendwo. Musst du einmal kurz buddeln. Echt? Ich kann nicht buddeln. Kannst nicht buddeln? Gut. Nein, ich kann nicht buddeln. Wieso kannst du nicht buddeln? Warte, ich mal gucken hier. Da ist sie doch. Ist sie jetzt ausgestiegen?
Ah ja, jetzt kann ich den Sitz auch. Jetzt habe ich den. Ich habe meinen Sitz wieder. Aber Danu nicht? Nö, Danu ist weg. Der Sitz gerettet, Danu weg. Danu! Was passiert denn, wenn ich hier buddel? Ach so. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich jetzt bin, aber irgendwie bin ich wieder rausgekommen. Hält der das irgendwie auf, oder? Ich habe gerade Kupfer verschwendet oder so. Ich weiß es nicht. Wieso? Oder wird das hier irgendwo ange... Ach nee, das wird angestöpselt. Ach, sehr cool. Was, wenn du Kupfer bohrst, oder? Ja, wenn ich Ressourcen abbuddel, dann werden die am Auto angestöpselt. Also wenn ich mit dem Kran... Das ist ja cool. Abbaue, dann werden die am Auto angestöpselt, ja. Macht zwar wenig Sinn, das mit dem Auto zu machen, aber man kann es. Aber hey. Die große Frage ist, es ist ja wohl angeblich die einzige Möglichkeit, Titan, ne? Titan zu kommen. Aber da stellt sich eben die Frage, wo findet man Titan? Wo und wie, genau. Ha. Ja, du machst wieder Nadelwald. Oder war ich das? Nö, ne? Ah! Was machst du? Weiß nicht, ich buddel hier ein Loch. Mein Buggy! Mein Ich! Mein Alles! Jetzt bin ich tot! Aber mach dir nichts draus, dein Buggy kommt hinterher. Oh Mann. Jetzt habe ich nur ein Problem, wenn ich jetzt aussteige. Nein! Das ist ja nicht glaubt. Alter, okay, ich komme auch. Ich komme auch, Coach, ich komme zu dir. Ich glaube, das. Scheiße. Also, das mit dem. Der Truck fällt! Das mit dem Bohrer ist ganz dezent verpackt, glaube ich. Wenn man da aussteigt, ich war unter der Erde, super. Das ist, ich habe das Gefühl, es ist die falsche Sauerstoffverbindung da. Mal gucken, wo ich hin muss. Irgendwo die Rampe runter. Wie hast du den Sturz überlebt, oder was? Nein, natürlich nicht. Ich muss mich jetzt auch finden. Ja, finde dich auf jetzt mal. Bin auf dem Selbstfindungstrip. Das ist ja nicht so krass. Also ich weiß, dass ich da unten irgendwo neben der Sauerstoffleitung gelandet bin. Ja, also normal müsste das jetzt hier rechts sein. Also wenn du die Rampe runtergehst, die neue Rampe, die wir da gebuddelt haben, ich sehe deinen Maxel. Cool, ja. Ja, hi. Danu. Hast du zufällig unterwegs einen Truck gesehen und... Nein. Der Truck steht hier doch. Hier oben. Und eine Leiche von mir auch nicht? Nein, aber wir können gerne eine produzieren. Ich hab sie. Oder ist das Coach? Das ist bestimmt ich. Das liegt nee, schon das lang ist... da. Das liegt schon lang da. Das ist schon ein bisschen vergammelt. Ja. So weit kann das eigentlich nicht gewesen sein. Da ist eine Leiche. Was? Wo? Da vorne ist ein X. Da oh ja. Zwei X. Und da liegt auch ein Truck. Da ist auch der Buggy, genau. So weit ist das? Krasser der Truck? Dein Buggy. Achso, ich wollte sagen. Du gehst die Rampe runter, Coach? Ja. Und dann hältst du dich rechts einfach. Da kommen dann Sauerstoffleitung. Und ey, Danu. Ja. Lass das. Warte mal, ich suche mal meine Leiche. Ich könnte dir sagen, wo sie liegt. Ich sag's dir aber nicht. Ich frage mich, ob die das ist oder ob das Coach ist. Die orangene Leiche ist natürlich Coach. Ach komm, oder bist du die Müllabfuhr? Ist ja tatsächlich orange. Wo liegt sie? Der Truck, der steht wieder an der Base oben. Den das ist schön. Habe ich da wieder so ein bisschen. Wo sind meine Leiche? Du bist jetzt schon locker fünfmal vorbei gerannt. Wie wär's denn mit der da? Ach, da hinten ist ja noch. So schnell wachsen sie zum Glück nicht, Danu.
Billig. Billig, Dado. Das ist billig. Oh, da unten liegt aber auch ein Leiche. Hey, hörst du auf? Geht so. Ah, Mann. Wo ist meine Leiche? Ach, die ist da hinten schon irgendwo beim. Wo ist meine Leiche? Da, wo das X ist. Ja, das X ist eben gerade verschwunden. Irgendeiner von euch hat da gebuddelt und jetzt ist das X verschwunden. Nein, nein, hier, liegt sie doch. Hier. Wo? Hier, wo ich bin, hier. Dann seh ich nicht. Halt, Danu, du buddelst da liegt da. Leiche weg. Coach hinter dir. So. Nee, ich seh die nicht. Siehst dann du, dann hol ich, dann hol ich mal die Sachen raus bei dir. Ja, danke. Jetzt seh ich's auch nicht mehr. Sieh, dass du irgendwelche Leitungen in der Hand hast. Ah, sorry. So. Also, ja? Ich habe alles, was in deiner Leiche war, glaube ich, gerettet. Das war jetzt allerdings nicht irgendwie was, wo ich jetzt sagen müsste, ich müsste es doch unbedingt geben jetzt, oder? Brauchst du das waren Leitungen. Waren ach, warte mal, also. Doch, eins brauchst du, auf jeden Fall. Was, den Sauerstofftank? Den Sauerstofftank, den brauchst du, den Rest schmeiße ich dann. Hast du den? Ja, den habe ich. Also, ich habe wieder, glaube ich, alle Löcher, die ihr so gebuddelt habt, zugemacht. Wir? Ja, du auch? Wir unten nur gebuddelt. Wer hat mich runterfallen lassen? Nie. Mhm. Genau zu sehen in seinem Video. Ach schau, hier waren noch die Ressourcen, die ich eigentlich mitnehmen wollte. Mhm. Gut, dass ich jetzt schon wieder keinen Platz habe. Also auf Organisches. So. Bäh. Ein Nadelwald. Ja. Ja, das ist fies. Du machst wirklich die Pflanzen weg und es kommen dadurch 5 neue quasi. Na, immer 2. Pro Pflanze 2 Setzlinge. Geräusch ist leicht ekelhaft, um das mal dezent zu sagen. Oh, ich habe hier ein bisschen Laterit fallen lassen. Kannst du das nicht mehr aufsammeln, oder? Bisschen Kollateralschaden quasi. Ja, ich hab noch jetzt. Nimmst du noch? Ja, ich noch nicht. Nämlich voll großes Vorkommen hier. Richtig cool. Ja, da ist alles recht groß, da auch. Wieso kann ich die jetzt nicht aufsammeln? Ja, das gibt's manchmal. Moment, jetzt? Ich hab's nochmal hingelegt. Nee, krieg die nicht. Nee, Moment, dann werfe ich welche aus meinem Inventar raus und die nimmst du. Da, das und das. Ah ja. Und ja, ich das funktioniert die, dann meistens. Die und die. So. Ja, dann macht ihr das fertig, weil ich bin ja voll. Wow. Alter, was? Noch? Warum? Weil da auch was war. Stimmt, irgendwann mal. Ne, jetzt gerade noch. Dum-ti-dum-ti-dum. Warte mal, hier gibt es doch eigentlich einen kürzeren Weg, oder? Wir sind doch fast einmal, oder? Warte mal. Wo willst du jetzt hin? Er sucht die Abkürzung. Ach so, oh Gott. Tschüss, Koja. Ja. Vielleicht sieht man irgendwann wieder. Es müsste doch eigentlich, oder bin ich jetzt... was zur Hölle? Kommt da mal, komm. Komm. Wo bist denn du? Hier geht's hoch, hier geht's raus. Ach, raus an die frische Luft geht's hier. Ja, habe ich doch gesagt, aber hatte ich doch vorhin auch einmal. Ist ja ein Ding. Da komme ich wieder runtergerutscht. Achso, da bist du hoch. Rutschheim. Rutsch mal schön. Boah, jetzt bin ich langsam geworden. Schade. Boah, das sind viele Nadelbäume. Mhm. Oh, da liegt übrigens wieder so ein Rucksack. Was ist denn da drin? Eine Batterie, ja. Lithium, Aluminium, Sauerstofftank. Warte mal, dann bleibt einmal Hydrazin da, den nehmen wir mit. Oh, cool.
Hab wohl wieder so eine komische Leiche gefunden. Mhm. Ohne Orange, ne? Mhm. Nein, ohne Körper. Nee. Die orangenen Leichen, die findet man überall. Eben, die sind ja nichts Seltenes. Nein. Jetzt nichts, worauf du stolz sein kannst. So dicke Weiße liegen hier auch öfter rum. Ja, da liegen auch massig so rum, ich weiß. Knödel. Oh Mann, Leute. Dahin. Und die Verbindung zusammenstecken irgendwie? Ne. Koja, hast du einen Sauerstofftank? Ja, habe ich leider eigentlich. Ehrlich gesagt, leider. Wieso leider? Also irgendwie einfach mein Inventar irgendwie voll ist. Sobald ich ein paar Leitungen hier mitnehme und dann ist irgendwie. Okay. So gefühlt die Hälfte vom Inventar voll. Hydrazin da rein. So. Da rein. Da rein. Gut, dann den Sauerstofftank, den ich zu viel habe, lege ich dann mal einfach da her. Nein, da haben wir Lithium. Wie wird eigentlich unser Sauerstoff hergestellt an unserer Basis? Willst du das echt wissen? Sag's mir. Nein. Ich wäre gespannt, also. Wieso liegt da auch eine Leiche? Hab euch doch gesagt, wir sind nicht allein. Nee, das ist. Achso, die Leiche ist das, okay. Höhle. Okay. War der Koja schon oben? Nee, da vorne ein Coach, glaube ich, mit dem Auto und Mopetten. Ich war schon oben, hab schon abgeladen und watze wieder zurück in Richtung. Nein, ich meinte ganz oben. Ah! Wieso ganz oben? Achso. Zack. Ah, der Bohrkopf ist cool. Achso. Wie, Bohrkopf ist cool? Naja, der hat das ganze Dings ja auf dem Auto jetzt liegen gehabt zum Abholen. Ja, das habe ich ja gesagt. Der legt das direkt aufs Auto. Genau. Das ist nur schade. Also ich glaube, da sollte man schauen, ob man da noch ein Lager hinbekommt. Dann hätte er noch ein paar mehr Slots da zum Hinlegen. Dann, achso, doch übers Lager könnte es eventuell gehen mit der Energie. Das ist kleine, kann man ja auch wieder abnehmen. Mhm. Ich höre ein Buggy, ich sollte fliehen. Lauf! Flieht, ihr Nan, flieht! Da runter? Ach, du hast. Soll ich dir helfen? Ich kann dich ausbuddeln. Nee, da vorne geht der Kumpel lang. Ausbuddeln? Ja, fängst du an zu buddeln. Ich falle doch gleich wieder 3000 Meter. Nein, nie. Schreib. So. Ich laufe hier mal lang, mal gucken, was hier noch so kommt. Wieso, wenn ich. Und sobald einer speichert, fliege ich mit dem Fahrzeug durch die Gegend. Das ist doch nicht schön, das ist doch nicht. Ist der Buggy weg? Nee, der ist noch da, aber ich bin gerade ein wenig geflogen. Naja, immerhin, oder? Auch eine schöne Funktion. Genau. Ich weiß ja nicht. Aua. Not a bug, it's a feed. Wer speichert denn als? Du ruckelst jedes Mal bei mir. Ich habe mich nur in den Bohrkopf gesetzt. Fünfmal. Nein, einmal. Einmal ins Auto, damit ich es aufladen kann. Und jetzt sitze ich im Bohrkopf. Und probiere den gerade also, mal aus. So wirklich was zu entdecken gibt es jetzt in den Höhlen aber nicht, oder? Dass es noch tiefer ginge oder so. Es sollte schon noch tiefer gehen. Also, aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt wirklich schon alles erforscht haben, weiß ich es nicht. Ich meine, die Pflanzen haben sich jetzt auch verändert, keine Ahnung. Ich würde das verneinen. Das ist groß und lang und leer. Aber es ist nicht tief. Oh, und ich habe keine Schnupsel mehr. Oh, er hat keine Schnupsel mehr. Ich bin entschnupselt. Das ist wirklich bitter. Nee, das ist schlecht, wenn man entschnupselt wird. Ah! Ich bin gelacht. Und das einfach so. Ist doch nicht lustig. Der Bohrkopf ist lustig, doch. Ach so. Ja. Moment. Ja, cool, ja. Moment.
Ah, wir haben da Forschung mitgebracht. Ja, es ist, wir haben alles erforscht, also das, da kam nichts bei raus. Mhm. Kam mal wieder nichts bei rum. Ich glaube, hier geht's tiefer. Muss man allerdings gerade noch mal ein bisschen angucken. Dann verrate uns doch, wo du bist. Einfach der langen Leitung nach. Da ist, könnt ihr gar nicht verfehlen. Okay. Die lange Leitung nach. Müssen wir das nur gerade noch mal angucken mit dem... Ist nur die Frage, ob das... ob wir da überhaupt irgendwas von haben. Also... dass es da tiefer geht. Ja, müsste man es anschauen. Hui! Coach ist schon mal tiefer. Haja! Er hat sich tiefer gelegt. Nee, oder hast du ihn nachgeholfen? Er hat sich tief unten hingelegt. Achso. Oh je, das ist jetzt eine Rutschbahn. Ja, ja, also. Ja, also. Ja, doch. So, dann gehen wir die zweimal suchen. So, keine Ahnung. Könnte sein, dass das. Hol noch mal ein paar Schnubbel. Oder habt ihr Schnubbel? Ich hab auch einmal Schnubbel habe ich dabei. Einmal Schnubbel hast du noch dabei, dann reicht das, dann warte ich hier auf euch. Am Ende der langen Leitung. Alles klar. Da unten. Die. Achso, ja gut, da steht doch. Gut. Am Ende der langen Leitung. Soll ein Kuh erwarten. Ist eine lange, lange Leitung. Wir beuten den Planeten aus. Bis zum letzten. Ach, da liegt die Leiche von vorher. Oh Mann. Nix, die Leitung ist wirklich lang. Ja, ja. Das waren 2,5 Stacks. Dings. Knupsel. Da hängt jemand im Loch. Cool, ja, der war billig, ja? Was? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht, da habe ich abgebaut gehabt. Achso? Wo bist du? Da bist du. Da ist noch Laterit. Ach, da geht's runter oder? Nein. Ich warte noch, dass mein letzter Laterit-Schnüppel fertig ist, aber da kommt nichts mehr raus. Ja doch, ich habe ein bisschen gekriegt, aber nicht viel. Ja, okay, das ist wahrscheinlich genau das, was mir fehlt, um den letzten Schnüppel voll zu haben. Na gut, hier vorne. Ich habe, wie gesagt, keine Knupsel mehr. Hier noch ein bisschen weiter verlängern. Na, hier. Wie ginge es runter? Achso, da. Beim Dings ist vorbei hier, beim... bei der Ressource. Ah ja. So. Und hier kann man dann noch ein bisschen gucken. Jetzt fall ich schon wieder runter. Ja, weil du es kannst. Den Graben, den ich hier gemacht habe, seht ihr, ne? Jetzt ja. Nein. Halb. Nicht? Teilweise. Also ich sehe hier jetzt nur verschriebenes Malachit oder so. Ja, das sehe ich auch. Oh, okay. Das ist weg. Ah, jetzt sehe ich es, aber so langsam hat es geladen. Ja, ihr könnt auch selbst nochmal buddeln, dann wird das normalerweise... Ah, Hilfe! Ich glaube, hier hat gerade jemand gebuddelt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Komische Sachen, das Spiel. Ja, hier geht's. Bisschen runter. Ich warte mal vor. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wieder so eine Sackgasse. Hm. Das sieht irgendwie wieder nach so einem Tunnel aus. Nach so einem billigen. Ja, es ist so einer. Ich rutsch. Es ist so einer. Ach, hier eine Batterie, eine große. Das ist ja nochmal hilfreich. Ja. Nicht, dass wir schon 12 hätten, aber egal. Aber hey. Ne? Also, man kann ja, Energie kann man ja nicht. Und was ist, wenn wir da am Ende weiter buddeln und schauen, ob es weiter runter geht? Kann man mal probieren. Kannst du mal machen. Ich trage die Batterie nur hoch, dass es sicher steht und dann komme ich nochmal runter. Nimmst du noch Binupsel mit? Ich nicht, Coach, aber der haut nur ab. Achso. Nee, ich habe ja noch ein paar, aber
bis ja, bis dahin dann habe ich keine mehr. Bist du da, Anu, Coach? Oder hast du auch keine Pinuppel mehr? Ja doch, ich habe doch welche, aber ich mache das mal eben ganz einfach. Ah, du fährst das Moped da runter, das ist ja ein Ding. Du bist ja ein bisschen Fuchs. Ja, nicht so schlau, aber ich stink so. Da gehst du weg. Ich hab's ja versucht. Oh, ich glaube, sie steht Mann. Da freiwillig vor dir. Ja. Jetzt bräuchte man das Auto mit dem Bohr. Kann man den Bohrkopf eigentlich auch vorne einfach dran schnallen und so einen Tunnelbohrer draus machen? Das wäre doch. Danu, was machst du? Danu! Hör auf jetzt zu buddeln! Ich buddel ja gar nicht mehr! Coach, was machst du da? Oh Mann, Coach! Darauf herauf! Ist ja nicht zu fassen! Du kannst doch nicht einfach überall mit Volldampf fahren erst. Ja, man kann ja. Du hast gesagt, dann bohren wir mal weiter und dann. Wer ahnt denn, dass du da auf einmal. Ja. Energie vorbei hier. Im 90-Grad-Winkel da runterschießt. Das war mein letzter jetzt. Jetzt habe ich keine Pinüpsel mehr. Na Gott sei Dank. Na dann, Coach, dann komm mal mit deinen Pinüpseln, dass wir hier noch ein bisschen weiter buddeln können. Oh, Rohstoffe. Buddelt. Das ist Kohle. Das ist Kohle. Hier gibt's Kohle. Cool. Das lohnt sich ja richtig tiefer zu buddeln. Ja. Oh oh. Keine Energie. Ah, danke schön. Bitte. Das ist ja cool. Hier ist ganz viel Kohle, wenn ihr noch Platz habt. Ich bin voll. Ja, ja, ich mach grad. Ich seh die nicht. Wieso siehst du die nicht? So schwarze Pünktchen an der Wand, die sieht man nicht gut, muss ich zugeben. Nee, ist relativ grün hier bei mir. Echt? Okay. Also, ein ganz typische schwarze. Siehst du nicht, wenn die Danu jetzt hier abbaut, dass da so schwarze Kügelchen in der Luft rumwabern? Nein, ich sehe nur schwarze Kügelchen bei ihr hinten dran. Okay. Oh, warte. Ist ja schade. So, jetzt würde ich sagen, haben wir das ausgebeutet. Ja, oh, cool, ich habe einen Rucksack voller Kohle. Das ist ja cool, gell? Ja. Wer weiß, was da noch so kommt, wenn man. Keine Ahnung, aber ich sage ja, wir sollten da vielleicht mal weiter. Wir machen das mal schauen. Vielleicht, wer weiß, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich am anderen Ende vom Planeten oder so. Also so zumindest, sagen wir mal, 45 Grad rum oder so. Brauchen wir wieder Energie? Also ein Pinupsel? Ich bin pinupsellos. Oh, pinupsellos. Jetzt sind wir out of Pinupsel. Dann sollten wir nochmal hoch. So zurücknupseln. Dann können wir auch unser Inventar leeren. Ja. Und, warte mal, hier ist noch Kohle. Kohle. Ja, wenn ihr das nicht mitbringt, ich hab noch ein paar Steckplätze frei, aber wie gesagt, ich sehe sie nicht. Ja, ja, ich hol Kohle raus, Moment. Ich glaub, das war sie. Okay. Ja, Moment. Wir wieder ein bisschen zumachen, weil sonst. Huch, es geht schlecht. Moment. Ach, warte mal, Coach, so. Auto braucht ja eh. Da sind wir nett zum Coach ausnahmsweise. So, was hast du denn? Was machst du da? Achso, ja, hab ich noch dreimal bei mir. Habe ich vorhin extra eingesammelt. Das ist abgefahren, denke ich. Ja. Ja, das ist abgebaut. Oh, war ich nicht. Was warst du nicht? So. Danu, wir müssen hier rechts hoch, oder? Sam, das ist ja. Ich bin nicht. Hui! Ein schöner Tunnel! So. Irgendwie wird das schon gehen. Seid ihr jetzt im Auto oder was? Und ich muss laufen? Nein, ich bin laufe. Achso. Das ist ja nur ein Einsitzer. Ihr wolltet ja keinen Dreisitzer bauen. Der passt nicht auf den Buggy. Aber zwei Einsitzer hätten wenigstens gepasst, ja. Ja, aber dann habe ich nichts mehr an Energieversorgung, was ich noch großartig oder ich könnte überhaupt ja nichts mitschleppen. Wir buddeln uns da jetzt mal durch, bis wir wieder irgendwo ans Tageslicht kommen. Ja, erst gehen wir uns mal Pinüpsel holen. Ja. Brate, Buggy macht Spaß hier unten.
Wenn man nicht gerade in frisch gegrabene Löcher fährt. Oh, und nicht gerade in Pflanzen läuft. Hab ich nicht gesehen. Autsch. Gut, was machst du da? Ja, es ist felsig hier. Ich überschlag mich mal eine Runde. Okay. Oh, alles klar. Aber wenn es Spaß macht, dann ist es okay. Ja, das geht. Ist doch was und Schönes. Hier nochmal. Ach nee, doch nicht. Ja. Hol dir noch einen wahrscheinlich. Dichten Sauerstofftank rum. Nee, was war das? Nee, Sauerstoff, so war das. Lose. Hydrazin müsste es sein, dann bist du gerade bei der Leiche. Ach so, oder so. Kann das sein? Weiß ich nicht. Nee, Leiche nicht. Nee, nee. Ach so. Ich hol kurz wirklich einen her. Nee, wir sind hier oben. Kann, das kann ich nicht. Schon da. Da. Ach, da ist die Basis ja auch direkt, ja. Was? Nee, hier steht das Moped vom Coach. Ja, ja. Da geht's ja hoch. Ach, und da läufst du dann immer. Da traust du dich nicht, meine formschöne Rampe hochzulaufen, zu fahren. Fahren, richtig. So toll gebaut extra. Und die Antwort ist richtig. Also ich glaube, Kohle haben wir jetzt dann auch genug, ne? Ja, also so ein bisschen Kohle, ja. Genug ist ja immer, das ist ja immer, ne, also ist ja immer. Da das wäre ja sonst auch. Ja. Ne? Das kann man ja gar nicht. Hat er nicht die Batterie mehr mitgenommen? Nein. Mhm. Die können wir aufs Auto schnappeln. Ja, aber nächste Folge dann irgendwann, oder? Irgendwann mal. Meinst du? Meinst du das mal eben ein? Achso, was passiert eigentlich, wenn das Ding voll ist? Wirft ihr das dann vor die Füße? Nein. Weiß nee, dann verschwindet. Dann verschwindet das. Toll. Das habe ich letztes Mal. Hast du es vergessen zum Ausleeren? Ja. Habe ich zu spät gesehen, dass da noch was drauf hing. Ja, dann haben wir jetzt halt kein Kupfer und Aluminium. Ja, doch, ein bisschen was habe ich da gerade reingehört. Ja, ein bisschen was haben wir ja. Ja, ein bisschen was ist da. Ein bisschen, klein bisschen Lager haben wir. Eben. Ich meine, wenn du in unsere Lagerkuhlen reinschaust, da ist ja überall voll wenig da. Also. Nee, ist total leer. Wobei, ja, ein bisschen Gemisch könnte man wieder. Jetzt so ein paar Dinger hier bauen. Also ich hab jetzt zwei Verbindungsdinger dabei. Benüppel. Ja, ich mach. Wer hat da herunten ein Solarmodul angesteckt? Was? Wo? Da! Was? Wo ist die Dame? Ja! 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 Ein Solarmodul, das hat bestimmt einer aus seiner Tasche genommen. Kann ich sogar gewesen sein. Ich meine, ich hatte das mal hier irgendwie und wollte dann da eigentlich ja den Sauerstofftank drauf und dann hatte ich ein Solarmodul übrig. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Macht's gut, ciao!